Und damit, Herr Professor, würde ich sagen, erweitern wir unsere Runde hier und nehmen uns noch eine halbe Stunde. Ich darf zunächst mal zu unserem Digitalk auf die Bühne bitten, Mariana Kühnel. Sie ist Generalsekretär stellvertretend der Wirtschaftskammer Österreich und ist in ihrer Funktion auch für Innovation und für Digitalisierung zuständig. Ich mache das Plätzchen jetzt mal frei. Schönen guten Morgen. Sie dürfen sich gerne ein Handmikro nehmen. Und uns zugeschaltet ist Cornelia Funowich. Die begrüße ich jetzt auch recht herzlich im Stream. Sie ist, leitet die E-Learning-Abteilung bei IP-Center.at, hat langjährige Erfahrung im Ausbildungsbereich, im EdTech-Bereich und hat auch einen Schwerpunkt auf spielerischer Wissensvermittlung, Stichwort Gamification. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie können uns hören. Schönen guten Tag. Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Danke. Wunderbar. Wir haben uns vorgenommen, über digitales Mindset in Österreich zu reden, über digitale Bildung, auch über Herausforderungen, die die Digitalisierung in Österreich mit sich bringt und darf mit Mariana Kühnel beginnen. Wo stehen denn die österreichischen KMU und das ist jetzt unsere Kernklientel in Sachen Digitalisierung im Jahr 2021? Ich glaube, so wie der Herr Professor schon gesagt hat, ist die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, wir haben die letzten Monate sehr intensiv mitbekommen. Wenn man Covid was Positives abgewinnen möchte, ist das sicher der Digitalisierungsschub, der durch die gesamte Gesellschaft und die gesamte Unternehmerschaft durchgezogen ist. Das war so ein bisschen ein Rettungsring, wenn alles zu war, war die Digitalisierung und Plattformen der Vertriebskanal, der noch offen geblieben ist und somit ist man auf den gesprungen und jetzt ist die Digitalisierung sicher das Trampolin auch in die Zukunft, so wie es schon ausgeführt wurde. Wir dürfen der Wirklichkeit Sinn, der ist zu eingeschränkt. Wir brauchen die Möglichkeit sehen, was ist alles möglich. Und mit der Digitalisierung ist vom Schnellboot in neue Märkte zu neuen Kunden bis zum Tanker, der unsere Waren und unser Know-how in die Welt bringt, alles möglich. Und da müssen die Unternehmen jetzt draufspringen. Das tun sie schon sehr stark, weil auch unsere aktuellen Befragungen sagen, 77% der Unternehmen sehen Digitalisierung als Chance und wissen, dass sie in dieses Thema ganz intensiv auch investieren müssen. Es gibt diesen DESI-Index, den viele kennen. Wo stehen wir denn im internationalen Vergleich? Wir wissen zum Beispiel, dass wir im E-Government traditionell sehr gut sind. Da hat Österreich sehr früh begonnen, Schritte zu setzen. Generell im europäischen Vergleich oder im internationalen Vergleich, wo würden Sie Österreich und Österreichs Unternehmerschaft da einschätzen in Sachen Digitalisierung? Es kommt darauf hin, da kommt darauf an, wo man genau hinschaut. Mhm. E-Government sind wir europaweit Top 3. So wie es auch schon gesagt wurde, Im Kopf ist schon vieles vorhanden, in der tatsächlichen Umsetzung ist noch Ausbaupotenzial und beim DESI-Index ist es zum Beispiel die Anwendung von künstlicher Intelligenz, die Anwendung von Big Data, von Cloud Solutions, da sind wir 17 von 23, das heißt eher im unteren Drittel. Und gerade bei der künstlichen Intelligenz, das ist so ein bisschen die Meisterklasse und da müssen wir als Österreich ganz, ganz stark investieren, aber vor allem in die Leute, die dann auch verstehen, was eigentlich möglich ist, um quasi diese Agilität im Kopf dann auch zu steigern, weil es ist, die Hardware ist das eine, aber die Software ist der Mensch und der Kopf und das Denken und das Mindset und da braucht man viel mehr, weil wenn wir uns anschauen, vom internationalen Vergleich her, künstliche Intelligenz in Asien ist das schon bei 85% der Betrieben im täglichen Tun involviert, inkludiert. In Amerika sind es 50% und in Europa sind es so plus minus 25%. Das heißt, wir haben gerade bei diesen Themen sicher noch Hausaufgaben zu machen, dass das vom theoretischen Ja, das ist wichtig, ins Praktische, was kann ich damit tatsächlich tun? Und Digitalisierung ist ja auch traditionell ein Generationenthema, ist ein Ausbildungsthema. Die Frau Funowich ist Expertin für dieses Thema. Ich darf Sie gleich mal in die Diskussion reinholen. Wie sieht es denn aus mit den Grundlagen-Skills? Was können denn Sie sagen als Praktikerin? Wie stehen wir denn da generell in der Nutzung digitaler Technologien und vor allem, wie entwickelt sich das über die Jahre aus Ihrer Sicht? Ja, wie wir natürlich durch die vor allem Krise jetzt feststellen konnten, die Digitalisierungswelle ist einfach sehr schnell in Gange gekommen, schneller als viele vermutet hatten. Wer konnte das wissen? Welche Skills sind damit auch aufgetaucht, die vielleicht vorher nicht bekannt waren, die benötigt werden? Das ist jetzt auch eine große Frage natürlich. Deswegen beschäftigen wir uns auch sehr mit Skills-Evaluierungen.
Wir machen auch Studien dazu. Wir sind Partner der Plattform für Erwachsenenbildung, wo wir da auch veröffentlichte Studien zu diesem Thema haben. Natürlich, digitale Skills kann ein sehr großes, weites Feld sein, von denen man dann spricht. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, einfach die Kompetenz, online zu agieren? Ist damit gemeint, die Kompetenz, Online-Meetings abzuhalten? Oder geht das schon sehr in Richtung Weiterbildung und die Methodik und die neue Didaktik dahinter? Wir können jetzt natürlich nicht mehr oder wir konnten in der Pandemie nicht mehr so unterrichten, wie wir wollten. Wir mussten sehr viel umstellen und da sind eben ganz neue Kompetenzfelder aufgetaucht. Speziell im E-Learning-Bereich merken wir, es muss sehr schnell gehen, auch das Lernen selber, nicht nur die Lösungen müssen schnell implementiert sein. Themen wie Microlearning natürlich tauchen immer wieder auf, sprich Wissensvermittlung in kleinen Lernhäppchen. Und die Motivation dazu ist dann auch ein sehr großes Thema geworden, noch viel mehr als zuvor. Wie können wir auch Lernende motivieren, Inhalte zu konsumieren? Und daher beschäftigen wir uns zum Beispiel eben sehr mit der spielerischen Wissensvermittlung, wo man eben diese Kompetenzen der Wissensvermittlung auf spielerischer Ebene auch zu Motivationszwecken sehr gut abbilden kann. Und, ist sicherlich auch ein Thema, das den tertiären Sektor, auch den Forschungsbereich betrifft. In Österreich hören wir seit Jahren, wir haben zu wenig Fachkräfte, vor allem im MINT-Bereich. Jetzt ist die Digitalisierung ja klassisch immer aufgehängt bei den Informatikern oder bei den Betriebswirten. Ich komme jetzt wieder zum Dermatologen. Auch der wird wahrscheinlich sich mit Themen befassen müssen, die sein Vater, der auch schon Dermatologe war, nicht einmal vom Hörensagen gekannt hat. Gibt es da Reibungspunkte, gibt es da bemerkenswerte Strömungen sozusagen auch auf den internationalen Hochschulen? Ja, die gibt es und das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, es wäre aber falsch, wenn wir glauben, dass nur mit Skills-Vermittlung wir rauskommen. Das erinnert mir so ein wenig an den 1990er Jahre, wo alle HTML gelernt haben. Mhm. Und ich bin in den 1980er Jahren in die Schule gegangen, da hat man Turbo Pascal gelernt. Mhm. Oder das, Basic. Oder Basic, ja, genau. Und in dem Moment, in dem ich es kenne, habe ich dann C gekommen und ich habe alles wieder von vornherein anfangen müssen zu lernen. Das kann es irgendwo nicht sein. Es geht nicht nur um die Skills, es geht um den Mindset, es geht um das konzeptuelle Denken. Und das macht es so spannend, was wir jetzt tun können. Der Elon Musk hat ja auch SpaceX gegründet und nicht nur Tesla. Mhm. Und für seine Kinder und für die Kinder der Leute, die bei SpaceX arbeiten, hat er mit einem Visionär eine eigene Schule gegründet. Die Schule heißt Ad Astra. Und das Ziel dieser Schule ist, gedankliche Modelle zu vermitteln. Also nicht irgendwie Dinge zum Auswendiglernen zu vermitteln, sondern gedankliche Modelle, die dann die Kinder zur Problemlösung anwenden können. Mhm. Und das finde ich einen total interessanten und spannenden Ansatz. Und diese Schule ist dann auch ausgegründet worden als Startup, als Online-Unternehmen, heißt Synthesis. Und mein 11-jähriger Sohn ist seit 6 Monaten da bei Synthesis dabei, einmal die Woche, 1 Stunde. Und es ist total schockierend und interessant und spannend für mich, weil ich unterhalte mich mit ihm über gedankliche Modelle. Er hat zwar noch nicht diese Terminologie, aber ich rede mit ihm über Spieltheorie, über Prisoner's Dilemma, über Homöostasis und Evolution. Mhm. Und es hat alles spielerisch mitgekriegt. Und ich denke mir, das ist eigentlich das, was wir in der Bildung brauchen, diese Fähigkeit zum Problemlösen, weil sonst kommen wir mal aus der schweren Situation, in der wir jetzt sind, ich wollte fast ein anderes Wort verwenden, nicht mehr außer. 11 Jahre ist er alt, habe ich so richtig? Ja, genau. Gewaltig. Ad Astra, müssen wir vielleicht dazu sagen, war auch das Motto der Apollo-Missionen in den 60er Jahren, also zu den Sternen, was funktioniert hat, wie man gesehen hat. Also da ist Großes möglich in der Menschheit. Frau Kühnel, was bedeutet das jetzt für den Bildungsbereich, denn wir sind uns alle einig, da muss angesetzt werden. Digitale Grundbildung ist ein Erfordernis. Was brauchen wir alles und was geht weiter? Ich glaube, dass wir müssen in unsere DNA und in unser Mindset dieses lebenslange Lernen bringen. Heißt, vom Kindergarten aufwärts sich mit diesen Themen spielerisch zu beschäftigen. Ich glaube, je älter man ist, desto größer ist die Hürde, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Und wir müssen den ganz Kleinen schon diese Neugierde und diesen Mut vermitteln. Das geht von Kindergarten, Spürnasenecken, die wir jetzt gerade österreichweit ausrollen, wo so kleine Experimentierlabore schon im Kindergarten installiert werden,
steht und fällt aber immer damit, dass man die Pädagoginnen und Pädagogen auch gleich mitnimmt, weil die Skepsis vor was Neuem ist, dann ist in allen Altersstufen vorhanden. Wir müssen Formate finden und das machen wir zum Beispiel bei unserem Lehrlingshackathon, den wir jetzt einmal im Jahr veranstalten, wo wir Lehrlingen innerhalb von einem Tag programmieren, die eine App vom Rookie, der hat in seinem Leben noch nie was mit Coding zu tun gehabt, bis quasi zu ein bisschen fortgeschritteneren. Und solche Formate braucht es ganz stark. Da hilft es natürlich, wir haben jetzt die digitale Grundbildung ab nächsten Jahr in den Lehrplänen verankert. Das heißt, in der Schule wird es jetzt langsam, kommt es jetzt langsam. Aber das, was, glaube ich, auch essentiell ist, ist diese Stereotypen aufzubrechen. Heißt, ein Bursche tut sich wahrscheinlich leichter mit Zahlen und Mathematik. Wenn ich ihm das von Kindergarten aufwärts vermittle, darf ich mich nicht wundern, wieso vor allem Burschen sich fürs MINT interessieren. Diese Stereotypen muss man aufbrechen und muss dann den Jugendlichen, und deswegen ist Berufsorientierung auch so wichtig, wirklich zeigen, was ist eigentlich möglich. Weil wenn ich Kinder frage, was willst du werden, ihnen aber gar nicht die Möglichkeiten und die Vielfalt präsentiere, dann kommt raus, JUS und BWL, Aufnahmeprüfungen auf allen Unis überfüllt. Oder und irgendwas mit Medien. Oder irgendwas mit Medien. Mhm. Und die kriegen überhaupt nicht mit, die Vielfalt der Berufe. Es gibt 200 Lehrberufe. Und auch da die Stereotype aufzubrechen, zu sagen, wie komme ich, der Bursche ist eher, was ist technisch möglich von der Logik her, und die Frauen, wissenschaftlich erkundet, beschäftigen sich viel mehr, was ist eigentlich der Nutzen. Und auch da ist es viel Mindset, wie gehe ich aufs Geschlecht zu, so dass dieses Thema spannend ist. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe lebenslang. Und es darf sich niemand vor diesem Weiterbilden scheuen. Lebenslang Lernen ist vielen wichtig, zeigen auch alle Umfragen. Die Umsetzung ist eher überschaubar. Also auch dieses, ich möchte was lernen und das ist keine Schwäche, sondern ich wachse damit, gehört auch als Mindset sehr stark inkludiert. Fragen wir die Frau Funowich vielleicht, was Sie uns über geschlechtsspezifische Merkmale sagen können, über Ausbildung vielleicht auch schon im Kindesalter. Erleben Sie das auch so? Und wenn ja, ist die Frage, wie kriegen wir beispielsweise mehr Mädchen, mehr junge Damen dazu, sich für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, technische Fächer zu interessieren. Denn die Realität schaut ganz anders aus. In jedem Hörsaal auf einer technischen Uni oder einer HTL sind sie grob unterrepräsentiert. Genau. Ich kann mich da nur anschließen. Basisbildung ist natürlich eine grundlegende Voraussetzung, dass auch hier schon Berufsorientierung stattfindet in dem Alter. Mein Sohn ist auch 12 Jahre alt. Ich habe gerade das Thema selber, wie geht es dann weiter? Ein Beispiel für den MINT-Bereich, um Frauen oder junge Mädchen, junge Damen zu motivieren, ist, es gab ein Girls Day, eine Aktion, die nennt sich Girls Day Austria, bei denen man Einblicke in den Arbeitsalltag von Fluglotsinnen, Statistikerinnen, Chemikerinnen erhält oder erhalten hat. Und es gibt zu dem Thema auch Online-Workshops, das ist im Internet online gestellt, unter www.girlsday-austria.at. Und auf dieser Webseite bzw. den verbundenen Webseiten sehen Sie auch zum Beispiel die MINT Girls Challenge, wo auch aktiv aufgefordert wird, dass in Form von Videos und so weiter online an der Challenge teilgenommen wird. Und natürlich auch, was ein Beitrag sein kann, sind Veröffentlichungen von Erfolgsberichten von erfolgreichen Frauen in dem MINT-Bereich und so weiter. Mhm. Wir wissen natürlich, YouTuberinnen und Influencerinnen sind immer sehr gefragt und die könnten da zum Beispiel sehr große Öffentlichkeitsarbeit auch leisten. Da sind wir beim Thema Role Models, ganz klar. Wenn ein großes Mädchen das kann, kann es das kleine Mädchen irgendwann auch auf den Punkt gebracht. Und wir sind wahrscheinlich auch bei Karrierechancen. Man muss es so ansprechen. An den Unis gibt es viele prekäre Verhältnisse. Gibt es aus Ihrer Sicht Strukturen, die männlichen, jungen Wissenschaftler bevorzugen? Ist das ein Thema, ja, aus Ihrer Sicht? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das Erschütternde und Entsetzliche ist ja, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der viele dieser Geschlechterspezifika in den Strukturen und Institutionen verhaftet sind. Und das müssen wir umbauen. Ich möchte ein Beispiel, ein ganz
absurdes fast schon Beispiel bringen. Vor einigen Jahren war ich einmal in Saudi-Arabien und dort habe ich mitbekommen, dass es sehr viele Frauen gibt, die Informatik studieren. Warum? Weil die durften oder die können das zu Hause studieren und das war ihnen möglich als Berufswahl. Ich war sehr beeindruckt über die enorme Fähigkeit vieler dieser Frauen in klassischen MINT-Fächern in diesem Land, das ich in der Richtung nicht eingeschätzt hätte. Aber das ändert nichts daran, dass wir die Strukturen, die insbesondere Mädchen und Frauen zurückhalten, zerstören müssen. Mhm. Es gibt kein anderes Wort. Wir müssen sie zerstören und durch bessere Strukturen ersetzen. Und das bedeutet auch, dass so mittelalterliche, weiße Männer wie ich einmal gerne einen Schritt zurücktreten müssen. Hervorragend. Ich freue mich sehr, dass wir genau dieses Panel ausgewählt haben zu diesem Thema. Möchte die Kurve noch machen zu Chancen in der Digitalisierung für KMU, für Startups in Österreich. Ist Österreich, diese Frage hängt über der Diskussion sozusagen, innovationsfreundlich? Haben Startups bei uns gute Chancen? Ist der Nährboden aufbereitet oder wo sind da die großen Herausforderungen im Moment? Gerne. Die große Herausforderung sind die Talente, die wir aus dem Bildungssystem herausbringen. Sie haben es gesagt, quasi die Maschine ist das eine, aber quasi wie kann ich dann diese Gedanken so ordnen, dass daraus Innovationen passieren. Da ist der Nährboden in Österreich, wenn wir uns anschauen, wir haben Weltmarktführer in unterschiedlichsten Technikbereichen. Wir haben jetzt gerade die letzten Monate das erste Unicorn im Bildungsbereich als Startup generiert. Und ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, wir können da viel und es entsteht irrsinnig viel Innovatives tun. Das, was wir sicher noch besser machen müssen, ist, dass wir diesen Ruf auch international haben, damit die Talente dann auch nach Österreich kommen und dass Österreich auch dann für die Skalierung dann tatsächlich noch funktioniert, weil momentan ist es, die beginnen in Österreich und gehen dann weltweit, weil sie vielfach die Fachkräfte auch nicht finden, die sie dann fürs Wachstum brauchen. Und Fachkräftemangel ist das oberste Thema für jeden Unternehmer und da müssen wir ganz, ganz stark investieren, dass wir wirklich unser Talentepotenzial, und da sind wir wieder beim Frauenthema, weil Österreich kann sich's nicht leisten, auf das Talent Frau zu verzichten, weil das ist ein unglaubliches Potenzial, das es noch viel stärker zu nützen geht. Und dann sind wir sicher in weiterer Folge noch innovativer, aber der Weltmarktführer, der Hidden Champion, egal ob Umwelttechnologie oder digitale Geschäftsmodelle, wir können das. Mhm. Und man darf auch nicht unterschätzen, zum Beispiel, weil Sie mit Beispielen kommen, der ÖFAL zum Beispiel ist ein ganz traditioneller Bäcker in Niederösterreich. Der hat die Digitalisierung und die Innovation erkannt und liefert jetzt ganz Österreich über ein Vertriebssystem. Das heißt, selbst für einen Kleinen, der kann Innovation und Digitalisierung so denken, dass er unglaubliche Umsatzzuwächse dann daraus generiert. Das heißt, da reden wir nicht nur von den verfügbaren Daten, von den verfügbaren Fachkräften, sondern auch von Mindset. Ich glaube, da sollten wir ganz kurz noch drüber reden. Mindset ist ja nichts, wo ich jetzt auf einen Schalter drücke und plötzlich sind alle österreichischen Unternehmer total auf Digitalisierung eingenordet, Herr Professor. Was ist denn notwendig? Und mir ist klar, das ist kein Prozess, der über Nacht passiert, damit man diesen Mindset sozusagen in eine Unternehmergeneration auch hineinbekommt. Ich glaube, es geht nicht nur um die Unternehmerin oder den Unternehmer, es geht um die ganze Gesellschaft, in der wir leben. Und ich glaube, was die Pandemie auch zeigt oder gezeigt hat, ist, dass wir, wenn wir Fakten und Daten analysieren, wenn wir sachlich, rational versuchen, damit umzugehen, dass wir dann auch relativ gute Entscheidungen treffen können. Bessere Entscheidungen, als wenn wir paniken. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, denn die sagt uns, dass ein sachlicher, rationaler, vielleicht auch ein Stück weit wissenschaftlicher Zugang dem Menschen hilft, ein besseres und selbstbestimmteres Leben zu führen. Und da brauchen wir in Österreich, glaube ich, auch ein Stück mehr Wissenschaftsfreundlichkeit. Und da meine ich nicht die verschrobenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die man sich so im Kopf vorstellt, sondern das, was auch in den Unternehmen, in den Startups passiert. Dieser Zugang, mit Daten zu arbeiten, sie zu nutzen, sie zu analysieren, das ist auch
ein Schritt zu mehr Sachlichkeit, zu mehr rationalem Entscheiden. Und das führt dazu, dass wir als Wirtschaft und als Gesellschaft besser zurechtkommen. Frau Funnerich, vielleicht auch an Sie nochmal die Frage. Jetzt sind Sie tätig für eine erfolgreiche, man würde sagen, EdTech-Plattform. Also man, die Ware, die Sie verkaufen, ist Education. Und das hat gut funktioniert aus Österreich heraus. Wenn Sie jetzt Menschen hören, ich habe eine Umfrage von KMU Digital mir angeschaut, wo man die Unternehmen gefragt hat, warum funktioniert Digitalisierung bei euch nicht? War immer, wir haben keine Zeit, es kostet zu viel Geld und wir haben die Leute nicht. Das zieht sich eigentlich durch seit Jahren. Das ist auch ganz stabil in den Antworten. Was würden Sie denn denen empfehlen oder entgegnen? Denn offensichtlich hat es ja in Ihrem Fall sehr gut funktioniert. Ja, also dieses Argument, das sind uns natürlich bekannt oder auch mir persönlich nicht unbekannt. Empfehlenswert ist natürlich immer eine umfangreiche Beratung, um nicht nur zu schauen, okay, welche Lösungen, welche Tools können eingesetzt werden, sondern auch die ganzen Bausteine rundherum, die benötigt werden, auf welcher Ebene soll man ansetzen, muss man zuerst eben evaluieren und dann noch zu qualifizieren. Aber, und das finde ich ganz, ganz wichtig, das Mindset wurde mehrmals angesprochen, natürlich muss vorab mal eine Awareness da sein. Und wenn dann solche Argumente kommen, ist es für mich ein Indikator, dass noch nicht ganz das Bewusstsein da ist, dass es auch schon schlanke, flexible Lösungen gibt und dass die Offenheit dafür da ist, auch solche Lösungen einzusetzen. Ich denke, diese Grundawareness, vor allem auf Führungsebene, ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil nur dann kann es in einem Unternehmen erfolgreich sein. Führungskräftetrainings in Bezug auf digitale Transformation wären dazu auch empfehlenswert, um eben mal diese Basis zu schaffen. Und dann in weiterer Folge natürlich zu schauen, mit welchen Tools muss ich arbeiten als Unternehmer, Unternehmerin, mit welchen Methoden und vielleicht auch mit welchen E-Learning-Lösungen möchte ich dann die Awareness in meinem Unternehmen stärken. Vielen Dank, Frau Funnerich. Ich möchte die kommenden paar Minuten jetzt darauf verwenden, Ihre Fragen, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, mit unseren beiden Experten hier zu beantworten. Unsere Kollegen sind so nett, haben sie etwas vorsortiert. Alle werden wir heute nicht in der Show beantworten können. Ich fange mal mit der Frage von Georg Pauzek an. Der möchte wissen, Frau Künnel, wie und in welcher Intensität bemüht sich die WKÖ in den Massenmedien inklusive ORF auch Awareness dafür zu schaffen, also wichtige Themen zu positionieren, Gehör zu verschaffen und Meinungen zu kumulieren? Ich glaube, die letzten Tage zeigen sehr gut, wie wir das machen, wenn es jetzt geht um Lockdown soll beendet werden und wir erwarten, dass die österreichische Wirtschaft wieder aufmacht. Das sind Themen, die uns gerade momentan in der Tagespolitik beschäftigen, weil da geht es ums Überleben der österreichischen Wirtschaft, dass quasi möglichst alles am 13. Dezember jetzt aufgeht. Ich glaube, die Themen, um die es heute geht, das sind mittel- bis langfristige Themen. Wir arbeiten sehr intensiv an einer Digitalisierungsstrategie, wo auch der Herr Professor dankenswerterweise mitgearbeitet hat. Und da geht es sehr stark um einerseits zum Beispiel mit KMU Digital mit der Politik zu vereinbaren, was sind Rahmenprogramme, was sind Förderungen, wo wir wirklich den kleineren, vor allem niederschwellig Beratung anbieten können, dass die das Potenzial überhaupt verstehen und sehr stark natürlich in unserer interessenspolitischen Arbeit, was braucht Österreich im Digitalisierungssektor. Das ist nicht zwingend ORF, Massenmedien aktuell, weil momentan, muss man ehrlich sein, ist ORF, Massenmedien, geht's impfen. Und schauen wir, dass wir die Pandemie endlich überstehen. Ich mache jetzt den ORF-Anchor und sage, unsere Sendezeit ist bald vorüber und bitte um ein paar kurze Antworten. Der Wolf-Dieter Magerl möchte wissen, Digitalisierung gut und schön, Herr Professor, aber zu kompliziert, sagt er. Für Non-Digital Natives haben wir eine Lösung dafür oder anders gefragt, gibt es da eine verlorene Generation, für die es schon spät ist? Nein, überhaupt nicht. Es war ja für mich sonst auch schon spät. Ich glaube, dass es da aber einen Bedarf gibt, die Digitalisierung einfach zu erklären. Und es ist überhaupt nicht schwer, die Digitalisierung zu verstehen, wenn man es einfach und klar erklärt bekommt. Mhm. Das Problem ist, dass es da immer irrsinnig viele Fremdwörter gibt und alle werfen mit diesen Fremdwörtern herum und dann kann man die einfachen Zusammenhänge oft sehr verkomplizieren. Genau. Wir brauchen also in Wirklichkeit eine, ich möchte mal sagen, eine Vereinfachung der Sprache und in diesem Bereich.
Und ich glaube, da gibt es auch Bedarf, da gibt es auch Nischenbedarf. Mhm. Und ich versuche zum Beispiel, wenn ich etwas sage oder schreibe, möglichst verständlich zu sein. Nicht, weil ich es nicht auch kompliziert ausdrücken könnte, sondern weil ich möchte, dass die Menschen verstehen. Und ich glaube, der Nutzen steht auch immer im Vordergrund. Seit meine eigene Mutter erkannt hat, was Facebook für sie leisten kann, ist sie begeisterte Nutzer. Und sie ist ein paar Wochen älter als Sie, Herr Professor. Also das geht durchaus auch noch über 70. Die Frage von Konrad Trautzettel ist, wie schaut es denn mit der Infrastruktur aus? Das ist eine ewig lange Frage. Der Einzelhandel steht vor einer großen... Kann die WKÖ da anschieben, dass da mehr weitergeht in Sachen Glasfaser oder passiert das ohne dies? Auf Hochtouren? Passiert auf Hochtouren. Einerseits hat sich die Europäische Kommission in der Digitalität bis 2030 vorgenommen, europaweit 5G. Die Digitalisierung steht und fällt mit der Infrastruktur, somit müssen wir da unglaublich Gas geben und die Frau Bundesminister Köstinger mit Breitbandmilliarde und quasi Glasfaserausbau, 5G-Ausbau ist da intensiv dahinter. Also aus Zeitgründen verweise ich alle anderen auf unsere weiteren Blöcke, die wir haben. Ich darf ganz kurz aber die Themen anreißen. Also es geht zum Beispiel um Kryptowährungen. Es geht um Daten außer Haus geben. Ist das nicht gefährlich? Da verweise ich Sie auf den Blog Cybersecurity, der am Nachmittag stattfindet. Es gibt einen Blockchain oder mehrere Fragen zu Blockchain. Auch da haben wir einen eigenen Blog dafür. Ich würde Sie einladen, einmal durchzusurfen durch das Programm und dann werden Sie zu diesen Themen bestens betreut. Ich darf davon Frau Künnel und dem Herrn Professor recht herzlichen Dank sagen. Danke vielmals. Wieder ein virtueller Applaus für Sie. Dankeschön, es war ein toller, spannender Vormittag. Schönen Tag noch. Und für Sie, meine Damen und Herren, habe ich jetzt noch die Programmhinweise, weil ich es schon mehrfach erwähnt habe. Wir senden heute aus 4 Sälen und in diesen 4 Sälen sind 3 Kolleginnen und Kollegen von mir, die Ihnen jetzt in kurzen Worten erzählen werden, worum es geht, worauf Sie sich freuen können. Ich darf zunächst mal meinen lieben Kollegen Werner Secker zu mir bitten. Er wird im Saal 2 für Sie da sein. Dann Katrin Brehauser wird den Saal 3 und der Johannes Zeitelberger Saal 4 und 5 moderieren. So, haben wir den Johannes da? Kommt schon, ist schon unterwegs, wird noch schnell verkabelt. Werner, alter Medienprofi und alter Idee-Profi, schön, dass du wieder bei uns bist heuer. Erzähl uns in kurzen Worten, worum geht's denn? Liebe Katrin, entschuldige, dass ich jetzt die Dame nicht zuerst mache, aber er ist im Saal 2. Das ist, alles gut. Das ist einfacher. Also von der Reihenfolge. Das merke ich mir leichter. Also Saal 2, bitte. Also wir starten um 12.15 Uhr und da haben wir 4 große Themenblöcke, die jetzt auch schon ein bisschen angesprochen wurden. Wir werden über künstliche Intelligenz sprechen. Wie sieht es eigentlich in Österreich aus? Und da denkt man dann auch, naja, das ist immer was Großes, was Komplexes, was Teures. Stimmt so nicht. Also da können auch wir Kleinen durchaus künstliche Intelligenz einsetzen. Dann schauen wir uns Homeoffice an. Da gibt es Stimmen, die sagen, naja, jetzt nach 2 Jahren Pandemie, da passt ja schon alles. Und da wollen wir jetzt ein bisschen nachfassen. Ist da schon alles geklärt? Rechtlich, technisch? Da haben wir sehr, sehr spannende Podiumsdiskussion. Dann schauen wir uns digitale Aus- und Weiterbildung an. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz frech. Viele nutzen digitale Medien gerade, um noch dümmer zu werden. Wir gehen genau die Gegenrichtung. Wir wollen schauen, was kann digitale Aus- und Weiterbildung. Und da werden Sie staunen, da geht ganz, ganz viel. Und zu guter Letzt schauen wir uns digitales Kundenmanagement, CRM, an. Auch hier einfach nur der Wunsch, ich möchte im Idealfall für jeden Kunden immer da sein und ihn sehr individuell betreuen. Das geht und wir zeigen dann auch wie. Sehr gut. Ich freue mich schon drauf. Komm an meine Seite, hol mal die Katrin in die Mitte, dass sie auch zu sehen ist für unsere Kameras. Liebe Katrin, freue mich, dass du den Weg nach Wien gefunden hast. Franz Dvorak Saal, Saal 3, auch schon routiniert beim ID. Was hast du für uns heute zu bieten? Wir haben uns viel vorgenommen. Ein mega spannendes, mega dichtes Programm in Franz Dvorak Saal. Wir starten um 12.15 Uhr mit Cybercrime, Cybersecurity. Österreichs Unternehmen, die werden ja immer wieder zur Zielscheibe von üblen Cyberattacken. Und wie wir da wieder einen Fuß vor die Täter bekommen, wie Sie da am besten Zeit, Geld und Nerven sparen, das werden wir da besprechen. Weiter geht's dann mit dem Thema Gewerbe und Handwerk digital. Und nein, das ist kein Widerspruch, habe ich auch gelernt. Das ist vielmehr die Zukunft. Wer da in Zukunft ein Wörtchen mitreden möchte, der ist bei uns gut beraten. Wir schauen uns die möglichen Zukunftsszenarien an und wir sprechen über die Zukunft der digitalen Schiene. Wir in Österreich, wir sind ja schon Spitze bei der Bahn, aber wir möchten noch besser werden. Wie wird die Bahn also
noch smarter, noch intelligenter und gleichzeitig auch noch nachhaltiger. Und zum Abschluss schauen wir uns die aktuellen Herausforderungen im Tourismus an. Das ist ja eine Branche, die die Corona-Krise mit voller Wucht trifft. Letztes Jahr ist die Wintersaison ausgefallen. Auch dieses Jahr schaut es nicht gut aus. Es fehlen die Gäste in den Städten, es fehlen Mitarbeiter. Aber bei all den aktuellen Herausforderungen darf man nicht vergessen, die zentrale Frage zu stellen: Was ist denn nach Corona? Wie schaut denn ein zukunftsfähiger und fitter Tourismus nach Corona aus? Also ein dichtes Programm, und ich würde mich freuen, wenn viele dann um 12.15 Uhr bei uns vorbeischauen. Geht gleich los, und der Johannes Zettelberger sagt uns jetzt bitte abschließend noch, was wir im Stream 4 heute zu erwarten haben. Ja, ihr habt ja vorher darüber gesprochen, KMU, warum ist es so schwierig, die Digitalisierung im KMU-Bereich voranzutreiben? Da mag es viele Gründe geben. Auf jeden Fall einen gibt es nicht. Wir hätten es nicht gesagt. Also Saal 4, 5. Mhm. Dort reden wir über KMU Digital. Da gibt es eine schon lange laufende Initiative. Wir haben das beliebte Thema der E-Rechnung und des E-Procurements. Da kann man sich was erleichtern, hätte man jetzt gesagt. Ja. Und dann haben wir so aufregende Themen wie auch Blockchain und Identity, digitale Identität. Also wenn Ihnen Ihre eigene nicht schon genug ist, dann gab es jetzt auch noch eine digitale dazu. Wunderbar. Tolle Themen, spannende Themen. Ich danke euch dreien fürs Kommen. Entlasse euch jetzt, denn die Zeit tickt. Es ist Punkt 12. Das heißt, wir sind, wie es für eine lange Live-Sending gehört, sind wir hier wirklich genau eingetaktet. Katrin, Werner, alles Gute heute. Und auch dem Johannes. Hier geht es um 12.15 Uhr weiter mit einem E-Commerce-Blog, einem zweiteiligen. Sie werden hochkarätige E-Commerce-Experten hier hören, die Ihnen Tipps geben, Tricks liefern für das Verkaufen im Internet. Am Nachmittag, und das ist auf ide.at ersichtlich, befassen wir uns auch mit Plattformen im Internet und dem Thema Social Media im B2B-Bereich. Ganz kurze Pause hier. Sie bleiben bitte dran. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, dann bitte noch machen. Dann können Sie nämlich an unseren Umfragen teilnehmen und auch Fragen stellen an unsere Vortragenden hier unter ide.at. Einfach anklicken, die Anmeldung. Sie geben Ihren Namen ein, geben Ihre E-Mail-Adresse ein und Ihr Unternehmen, Ihre Organisation, die Sie vertreten, auch Schüler, auch Studenten, alle herzlich willkommen bei uns, bekommen einen Link zugeschickt und sind schon registrierter User. Wir freuen uns drauf. 12.15 Uhr geht es hier im Stream 1 weiter. Bis dann. Dankeschön.